Ton geht wieder. So, sorry. Ja, das war aber die andere Sendung. Ja, weg. Das hat nichts mit dir zu tun, hat der Livestream war einfach abgestürzt. Okay, Thema heute ist zu Ehren von Veronika ist das magische Wort Ich liebe dich. Wann hast du das zum ersten Mal gehört? Oh, da war ich bestimmt über 20. Und wie war das zu hören? Huch, was ist denn das? Kenne ich nicht. Und dann, das muss doch eine Lüge sein. Okay. Und wann hast du das letzte Mal gesagt? Ich glaube, ich habe das gar nicht gesagt. Du hast das nie gesagt? Nee, also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ja. Und wenn ich mich nicht erinnern kann. Okay. Also ich sage, ich habe dich lieb, aber ich sage nie, ich liebe dich. Es ist eine andere. Doch. Ja? Jetzt fällt es mir ein zu meinem Kaderle. Ja, den kann man ja auch lieben, der ist so süß. Ja. Und so hingebungsvoll zu meinem Kader. Ist irgendwie ein magisches Wort, ne? Ist unglaublich. Und da kommt es vom Herzen. Da sind das keine gesprochenen Worte nur. Das fühle ich richtig. Ja. Aber es ist schon schön, dass wenn das ankommt, egal ob man es glaubt oder nicht, das macht schon mit uns was aus. Ne? Ja, Veronika, du hast uns heute in das Wort eingeführt, ne? In irgendeine Form. Was bedeutet für dich die Worte? Oder was für Erfahrungen hast du damit? Also die Worte, ich liebe dich, wenn ich das mit meinem Herzen verbinde, wenn ich wirklich meine, was ich sage. Und dann wirkt das überall und immer. Und heute habe ich auch gesagt, ich liebe mich selbst. Ja, das ist die Voraussetzung. Ne? Das ist die Voraussetzung. Also Liebe ist für mich das Wahrnehmen. Ich sehe dich. Ja, wow. Ich sehe dich. Ja. Ja, ich sehe dich. Entschuldigung, ich muss hier. Als kleine Kinder haben wir die Welt lieb gehabt. Ein Kinderlied.
Ein Kinderlied. Einer schießt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne raus. Und dann als kleines Kind habe ich die Sonne herbeigeholt. Ja, Nijal, du kannst richtig fühlen. Wir haben heute auch mit Kinderlieder gesungen. Ja, was bedeutet, ich sehe dich? Ja, vielleicht fangen wir, oder die Selbstliebe. Ich sehe dich bedeutet, dass egal was du sagst, egal was du machst, egal wie dein Image ist, egal was du von dir erzählst oder glaubst zu sein, ich sehe dich. Ich sehe dich bedeutet, ich nehme die Essenz, das Wesentliche von dir wahr. Ich schaue mit einem anderen Auge. Ich sehe, und wenn ich jetzt dich sehe, dann sehe ich mich auch. Ich kann nicht die Essenz von dir sehen, wenn ich meine Essenz nicht aktiviere. Also, wenn ich sehe, mache ich etwas für mich und mache ich einfach auch etwas für den anderen. Es ist Heilung für mich, wenn wir unsere Augen öffnen. So, es sind natürlich ein paar hier die ein paar Kinder, die jetzt ich sehe, und ja, die sind sehr nett und ich habe jetzt deren Daten gespeichert, nur als Information. Das ist eine IP-Falle. Gut. Okay. Gut, das heißt, es sind einfach auch ein paar Kinder, die nicht... Die auch geliebt werden wollen. Die auch geliebt werden wollen, aber nicht heute oder nicht jetzt. Wunderbar. Okay. Ja, wir lieben auch diese Kinder, ne? Die die stören wollen oder die... die. Hat dich schon jemand provoziert oder geärgert oder so? So offen? Nein. Nicht? Nein. Okay. Wow. Das heißt, du sendest nichts aus? Nein, also... Hat dich schon jemand provoziert oder geärgert? Überhaupt in meinem Leben, ja. Und wie reagierst du darauf? Also früher habe ich auch mit Ärger reagiert. Aha. Ärger, Wut oder Traurigkeit, vielmehr auch mit Traurigkeit. Aha. Und heute reagiere ich mit Liebe. Also, dass ich... Weil du süßer Junge. Ja, das und, ja. Okay. Hm. Ja. Hm. Schön.
Ja, wer traut sich zu schreiben oder zu fühlen jetzt, ich liebe dich? Es einfach so für sich zu sagen oder im Chat zu schreiben. Was entsteht jetzt, wenn wir das jeder für sich als Mantra, dieses Wort ausspricht, diesen Satz? Welche Erinnerung, was für ein Gefühl, was für eine Eilung geschieht? Was geschieht mit deinem Körper? Was geschieht mit deiner Seele bei so einem Mantra? Was geschieht mit deiner Beziehungsebene? Was geschieht mit deiner Haut? Mit deinen Zellen? Was würde geschehen, wenn wir das gemeinsam singen würden? Was ist, wenn jemand sagt, die sagt, ich liebe dich? Was geschieht dann mit derjenigen, der singt, ich liebe dich, und mit derjenigen, der sowas macht? So doofes Mädchen oder sowas. Ne? Was geschieht, wenn wir jetzt dieses Mantra einfach auch als Schwingung in die Luft senden und eine Sphäre aufbauen um uns herum, indem wir diesen Mantra als Schwingung aussenden und es ausbreiten lassen in all die jetzt mit dabei sind? Eine tiefe Stille ist gekommen, nur indem wir die Absicht aussprechen. Was würde geschehen, wenn wir jetzt einen Spiegel nehmen würden und vor den Spiegel sagen, ich liebe dich? Das können wir jetzt tun. Jeder hat einen Spiegel vor sich und sagt, ich liebe dich. Alles wurde gestärkt. Was würde geschehen, wenn wir als Schutz für diese Sendung das Mantra Ich liebe dich als Kreuz, als horizontales und vertikales in diese Live-Sendung? Als Impuls geben worden, jetzt.
ein großer Schutz hat sich aufgebaut und wir sehen, wie einfach es ist, Mensch zu sein und das, was man sich vornimmt, wenn man aus dem Ego aussteigt und gemeinsam in die Absicht geht, ergänzend zu sein, absichtslos in diesem Sinne in Liebe zu sein, was für eine Kraft und Macht sich daraus entwickelt. Das können wir jetzt spüren. Ich als Mann, das Wort Liebe, war ich immer so unsicher, aber Veronika hat einen klaren Impuls heute gegeben. Und reite praktisch auf diesen Impuls, auf diese Welle. So, ich denke, dass wir alle gespürt haben, was jetzt geschehen ist. Und lade dich ein, ob du Farbveränderungen, Energieveränderungen, eine andere Sicherheit, ob sich der Raum ausgeweitet hat, ob du jetzt dir leichter traust, dies zu sagen, oder alles so ist, wie es war. Oder bin ich der Einzige, der das war? Ludida, wenn ich sage, ich liebe mich, füllen sich meine Zellen mit schöner Leichtigkeit und großer Fülle. Schön. Und was für mich wesentlich ist, was hat sich um uns herum aufgebaut? Für mich eine Sache ist, was wir jetzt mit uns machen, wenn wir gemeinsam, was für eine Kraft sich daraus entwickelt. Das interessiert mich. Du hattest das Symbol des Kreuzes angesprochen, eingebracht und ist gekommen. Ja, und das hat mir geholfen, mich sicherer zu fühlen. Also ich habe gemerkt, dass es mit dem Wort, mit dem Satz, ich liebe mich, Sicherheit braucht. Also irgendwas zum Schutz, dass ich das auch sagen kann. Und das ist dann auch gewesen und hat sich dann zu einer goldenen Kugel um uns herum formiert. Mit dem Kreuz ist nicht das Katholische, also das oben, unten, das ist einfach ein altes Symbol. Ne? Einfach so wie die Erde, es gibt Meridianen und Parallelen, was es alles umschließt. Ne? Also ich bin deutlich ruhig, also ich ruhig bin, ganz tief Ruhe. Und ich habe auch von draußen gespürt Energien, Herzgegend, Schmerz. Und ich habe eine schöne Geschichte. Ich kenne eine Frau schon lange. Wir arbeiten viel zusammen und ich habe angefangen zu sagen, dass ich liebe dich. Und dadurch hat sie angefangen, ihre Kinder zu sagen, ich liebe dich, und der Mann zu sagen, ich liebe dich. Und dadurch hat alles verändert in die Familie. Vorneweg hat sie auch nie gehört, auch nicht, also von den Eltern nicht, dass sie liebe dich und du bist gut so, wie du bist. Und das hat eben so ereignet. Und was ist, wenn, kam jetzt die Frage, wenn ich das jetzt in meinem Familiensystem oder meine Firma allein damit bin, ne? Die anderen würden das nie mitmachen, was für Möglichkeiten habe ich da? Einfach probieren. Probieren. Kann man auch diese Wellen, ohne es zu sagen, dann auch aufbauen in sein Umfeld? Probieren. Einfach die Hände aufmachen, Augen schauen. Das heißt,
Man kann nicht sagen jetzt, ja, ist okay, jetzt war möglich, aber morgen in meine Arbeit geht das nicht. Das meine ich, ne? Und, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Augenkontakt. Mhm. Weil durch die Augen siehst du die andere, die Seele. Mhm. Und das siehst du auch, wenn er bereit ist zu. Aber die meisten vermeiden den Augenkontakt. Wenn ich jetzt in die Stadt gehe oder irgendwo, ich gucke rum, niemand schaut in die Augen. Alle. Dann sage ich einfach guten Tag. Okay, gut. Es ist trotzdem möglich, so eine Welle zu erzeugen, ja. Auch wenn die anderen nicht wollen oder keinen Augenkontakt, oder müssen wir das nur mit uns selbst ausmachen? Also wenn du selber dich selber liebst, dann die Schwingung ist da, ist dann da, brauche ich nicht sprechen. Okay. Aber wenn jemand unsicher ist, ja. Ne, und sagt, okay, ich mache mich lieber klein, ich bin lieber unsichtbar, ich mache wie die anderen auch, ich mache einfach auch so. Das machen die meisten, ist oft einfach für Situationen. Habe ich die Möglichkeit, jetzt einfach das mit mir zu sein, und diese Wellen auszusenden, so dass es den Raum auch ein bisschen schöner wird. Habe ich diese Möglichkeit? Sicherlich. Genau. Also ich will nur alle Ausreden wegnehmen, so der Stuhl einfach auch wegnehmen, damit man damit man einfach in diese Welle immer mitnehmen kann, was wir hier kreiert haben. Und was sich einfach auch zeigt. Darf ich erzählen, ich habe heute was Schönes erlebt in dem Zug. Da waren Kinderklasse drin, so 7, 8, 9 Jahre. Und irgendwann hat das ergeben, das waren 2 Mädchen und 2 Junge. Und dann haben sie einfach gekuschelt. Einfach eben alle 4 zusammen gekuschelt. Und das, also ich saß da und... Das hat sich erinnert vor meine Augen, also diese Kuscheln, ohne dass jemand was gesagt hat. Also wenn man es total sicher macht, dann ist alles geschützt. Ne? Mhm. Ja. Schön. Es ist seit Minuten sehr leicht, wie ich in den Spiegel schaue. Nur die, das ist mehr Lebendigkeit da, Dankeschön. Es ist mehr und tragender mit uns in Liebe und im Spiegel schauen. Einer und zurück aus dem Wald oder aus den Bergen. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Wer ist das Schönste im ganzen Land? Jeet natürlich. Dario, grüß dich. Dario wird bald wieder da sein, freue ich mich. Ich habe jetzt ein Bild gesehen, weil die Leute reden immer so viel. Ich habe eine Kneipe gesehen, wo alle Kollegen kommen und viel geredet wird. Also ich sehe da einfach niemand, man schaut sich nicht richtig. Es ist einfach so ein Gewusel so in diesem Restaurant. Alle sprechen, ich sehe alle sprechen und niemand zuhören. Ne? Dann kommt jemand am Tisch und sagt, hallo, ich liebe dich, was ich da ausbreiten wollte. Ne? So an jemand. Ne? Jo, ist das Thema schon zu Ende? Keine Ahnung. Ja, eben, wir haben oft Themen und ich würde jetzt vielleicht noch eine Steigerung. Veronika ist Meisterin auf viele Ebenen, sowohl in der Wahrnehmung wie auf Körperebene, sowie im Geist, sowie in Symbole und
im Sehen, im Hören. Und eine ihrer Meisterschaft ist, dass du Schwingungen aussenden kannst, auch mit der Stimme, mit dem Geist, mit dem Wort und mit den Augen. Ne? So richtig, dass sich niemand da entziehen kann. Und wenn du möchtest, vielleicht diesen Raum, was ich jetzt kreiert hat, mit diesem Mantra nochmal auszuweiten, gerne in deine Superwoman, supermagische, wenn ich das so nennen darf. Vielen Dank. Supermagische Art. Ne? Also ich bin selber neugierig, was kommt. Diese Töne, Stimmen, eventuelle Aussätze, die kommen von ganz allein. Und ich bin selber neugierig und alles darf sein. Das ist alles immer faszinierend auch für mich selber, was ich sagen darf, was eben von Inneren kommt. Und ich habe heute für die Ahnen gesungen, die Ahnen und Ahninnen, die uns vorangegangen sind und auch für alle. Und ich werde sehen, keine Ahnung, was kommt. Sie nicht gekannt und ich fühle und ehre sie. Ich sage zum ersten Mal, ich weiß nicht, wo du bist und wann ich dich wieder sehe. Ich komme. Und ich sage dir jetzt, ich liebe dich. Ich liebe dich, meine Oma. Ich liebe dich, meine Mutter. Und liebe alle, wer welche vor mir gegangen sind. Und ich liebe, ich möchte heute sagen, weil ich das nicht sagen könnte, auch nicht meine eigene Mutter sagen könnte, dass ich liebe dich, weil das nicht möglich war. Und jetzt sage ich, ich liebe dich, Mutter. Und ich danke, dass ich heute hier und jetzt bin. Und ich danke auch meinem Vater. Und ich danke auch die Vater, alle Vater, die Allergrößte, wie auch jemand nennen will, ob Gott, Hare Krishna, es ist gleichgültig. Ich kann heute sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, Gott, und ich liebe mich. Ich liebe dich und ich liebe mich.
Ich liebe mich, und wenn ich mich liebe, dann liebe dich. Ich liebe mich, öffne dein Herz, und ich liebe dich. Liebe ist, fühlen, was gerade da ist. Liebe ist, fühlen, was gerade da ist. Liebe ist, fühle, was gerade da ist. Du hast das Bild verändert, das Baby. Du hast das Bild verändert. Ist wieder Störung drin? Nein, 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 nein. Annette stört jetzt. Nein. Glaube ich nicht. Nö. Es ist, also, es ist unglaublich, was du jetzt erschaffen hast. Und ich weiß, die meisten Menschen, die glauben, frei zu sein, ja, ich bin frei, Demokratie, aber die würden sich nie trauen. 99,99% das zu tun, was du gemacht hast. Einfach zu singen, einfach diese Schwingungen auszusenden. Woher kommt dieser Mut von dir? Also dieser Mut kommt nach vielen, also ich habe 10 Jahre also mit mir selber gearbeitet, jeden Tag meditiert und mache ich heute noch. Und irgendwann, erst einmal wurden meine Hände geführt, also wenn ich jemanden eben behandle. Und irgendwann, also ich kann nicht singen, aber ich singe. Also ich, ja, das ist der Unterschied. Ich könnte so nicht nach, wenn was vorgegeben ist, nach singen. Ich kann nur das, was jetzt durch mich geht. Also, und ich bin ein Kanal, also ich bin eine Kanal. Und das haben auch schon mehrere Schamanen und Schamaninnen eben auch bestätigt. Das sind uralte Heilgesänge auch. Mhm. Und ich singe immer nur das, was jetzt da ist. Das heißt, du singst richtig. Wer richtig singt, singt wie ein Affe normalerweise, wer wiederholt. Ne? Mhm. Du singst richtig, weil es echt ist. Ne? Mhm. Und was kannst du mit deinen Händen machen? Warte mal, lese kurz, dass wir nicht... Wunderbar. Mit Atem und Tränen in den Augen, Hände gerne in Fühlen. Okay, wenn ich jemanden vorhin aus Versehen gebannt habe, schreibt einfach auch eine E-Mail. Normalerweise fühle ich das, wenn jemand stören möchte, und das mache ich ziemlich schnell. Gut, Klammer zu. Jetzt, was kannst du mit deinen Händen machen?
Ja, meine Hände, die spüren immer dort, wo eben die Körper, die Energieblockaden sind. Mhm. Und ich arbeite intuitiv und ich singe und manchmal, ich habe auch 7 CD dazwischen, manchmal lasse ich dann auswählen, die jemand eine CD von mir und dazu singe ich noch Duett, also aber was anderes, also einmal was er eben selber aussucht und einmal eben ganz was anderes, und diese Gesänge bewirken Tiefentspannung bei den Menschen und auch kommen auch sehr viel schnell was hoch auch. Oder ich kriege auch Sätze, die bestimmte Sätze, was gerade, ich frage dann, ich habe jetzt was bekommen, darf ich dir das sagen? Also diejenige entscheiden lassen, das möchte oder nicht, und das ist schon sehr interessant. Du hast auch mal so eine Erfahrung gemacht, ne? Mit Veronika. Auch mehr noch. Und was hast du da erlebt? Auch ein Erkennen. Erkennen? Von mir. Du wurdest anerkannt. Erkannt. Erkannt, gesehen. Durch das Singen. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich einfach alle die Augen aufmachen. Wie geht denn das, die Augen aufmachen und erkennen? Das heißt, wir sehen immer so rum mit irgendeinem Schleier und wir öffnen oft selten die Augen und schauen. Ich glaube, eines ist ganz wichtig, dass wir immer hier und jetzt, in diesem Moment leben und fühlen. Ja. Fühlen. Ja, mach deine Augen auf, dreh du zu den anderen hin und schau. Und die Entscheidung ist aber wichtig, will ich das jetzt? Ja, ich will. Okay, wenn diejenige dann nicht will, dann spürt die andere auch sowieso. Also, willst du mit mir in die Augen schauen? Willst du jetzt? Also meine Entscheidung liegt jetzt mehr bei... Okay. Ja, okay. Ja. Kann ich dich was fragen? Ja, kann bitte? Ich dich bitten, einen Zuschauer wahrzunehmen? Oh, das ist immer so eine Sache, weil ich versuche, eine wahrzunehmen. Nee, ich meine Frage, ob du eine wahrnehmen kannst, den ich jetzt sage. Oder einen Ton für diesen Zuschauer. Okay. Also der heißt Josef. Okay. Ein Ton für diesen Zuschauer. Okay. Oh.
Öffne dein Herz, öffne dein Herz, öffne dein Herz. Schau nicht zurück, das ist gleichgültig, was da war, das ist gleichgültig. Öffne dein Herz. Danke. Dankeschön. Jo, dankeschön. Ich bewundere dein großes Mitgefühl. Weil eben, der ist eigentlich, der war in einem Kloster und dann hat er sich für die andere Seite entschieden. Ja? Ich spüre auch ganz enge. Und er ist noch auf die andere Seite. Mhm. Ne? Und deswegen fand ich einfach, finde ich genial, wie du das wahrgenommen hast. Und dass du irgendwie durchbrochen bist, egal was er denkt und was er jetzt sagt. Ne? Ja. Und du kriegst diese Kurve nicht, weil ich mache normalerweise immer zack raus. Nijal, wie kribbelnd, immer die Hände streichen. Danke. Ja, das fand ich sehr großzügig von dir. Ich denke, diese Seele könnte sich vor dir beugen. Bist du so großzügig? Ja. Oder? Ja, anders wie der Honig. Ja, großzügig heißt auch mal. Bei mir auch schon mal, ja. Wie kommt das, dieses große Mitgefühl von dir, woher kommt das? Also ich habe den nicht. Ne? Also ich bin ein Kanal. Also ich lebe wirklich und ich beschäftige mich auch sehr viel. Auch mit Gott und ich bin ein Kanal, also ich. Und die Seite oder die Seite, ich glaube, wenn die Liebe hinfließt, dann wird auch die andere Seite die Seite sein. Ja, ja, sowieso. Also wir sind noch in der, das heißt, es ist nicht immer. Die sind zwar jetzt mächtig, aber die glauben nur, mächtig zu sein. Aber es wird sich alles im Gleichgewicht wiederfinden. Vielleicht sollte man dem Störenfrieden auch mal tief in die Augen schauen. Mhm. Ja, meistens ist, wenn jemand stört, also wie ein Kind, ist es, dann will er geliebt werden. Aber wenn jemand einfach auch nur stören will, um zu stören, was dann? Also derjenige, wer stört oder stören will, derjenige zerstört sich selbst. Mhm. Mhm. Okay. Und das ist schade. Mhm. Ja, das ist wirklich. Bloß, also für mich ist es dann immer so,
wenn ich mich dann, also wenn sie mir zu nahe kommen, meine Grenzen nicht sehe, also ich habe ja dann auch Grenzen oder fühle mich verletzt dann von manchen, ja, ich drück's mal so aus, dann halte ich sie mir auch auf Abstand. Ne? Mhm. Ich meine, wie hältst du jemanden auf Abstand, den es eigentlich nicht gibt, nicht bei sich ist? Ne? Schon interessant, dass das jetzt heute mit dem Thema ich liebe dich kommt. Ne? Naja. Für mich eine Provokation. Ne? Das ist schon der vierte. Auf Abstand zum Beispiel, wenn man hier das nimmt, dass du die löschst, dass du die rausnimmst. Aha. Ne? Ja, obwohl wir wollen noch ein bisschen spielen. Ne? Okay. Gestörte ja. Seele. Was? Josef schreibt, die Störer haben eine gestörte Seele. Ist das die? Ja, das ist der. Ja, das spüren wir alle. Ne? Das ist, was nun? Okay. Was ist, wenn man der Leere sagt, ich liebe dich an etwas, was es nicht gibt? Der Leere? Leere. 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 Das ist immer was. Gibt es das, das Leere? Also ich kriege das so mit. Also wenn es sich nicht auf ein Gegenüber bezieht. Oder? Ja, dass die Seelen, die entschieden haben, nicht da zu sein, dass die nicht da sind. Also ich nehme das so wahr. Ne? Dass sie entschieden haben, nicht da zu sein. Nicht erreichbar zu sein, weil sie benutzen dann eine Reihe von Strukturen, die sich unerreichbar machen. Ne? Das heißt, die sind nicht da. Für mich sind sie einfach nicht da. Siehst du eine Energie da? Also viele sagen, okay, ich sehe jetzt eine Dunkel, okay, ja, wunderbar, dunkel und so, aber mein Ding ist, ich sehe nichts. Das verstehe ich jetzt nicht klar. Ich auch nicht. So, in diesem Sinne, wenn jemand jetzt mich ärgern möchte oder stören möchte und diese Absicht hat, ne, dann sehe ich das nicht. Also du kannst ausklammern. Ja, ich schaue durch. Wenn jemand aber diese Absicht hat, sehe ich nicht das Wesen, weil er einfach nicht gesehen werden will und somit existiert auch nicht, weil er sich selbst ausradiert. Interessant, aber ich kann damit nicht anfangen. Also bei mir ich muss auch jetzt, was wirken. Ja. Was? Es muss erstmal wirken bei mir, wie du es erklärst. Es ist jetzt gekommen in dieser Zusammenhang, weil jetzt... Also normalerweise sagt man, okay, da ist eine Störung, ist jemand im Familiensystem, der stört, wird integriert werden, oder ist in der Firma jemand, der Mobbing macht und so, sollte man integrieren. Aber für mich ist entweder jemand, der ein Liebessignal gibt, ich möchte geliebt werden, das ist eine Art von Störung, ne? Dann störe ich einfach auch, ich haue dich. Aber du siehst es, dass ich geliebt werden möchte. Es ist ein negatives Signal, was ich geben kann. Ne? Das ist die eine Seite. Ne? Also das ist ein Hilferuf, das ist ein... Eine andere Seite ist derjenige, der einfach weder Kontakt noch Liebe noch irgendetwas möchte, der einfach auch nur zerstören möchte und auf die andere Seite ist. Ne? Dann sage ich, okay,
Also mit dem erreicht man nicht, ist keine Brücke da für mich. Wenn du, wenn jemand einfach, was weiß ich, nichts von dir will, ne? Du gehst, willst, suchst eine Beziehung, der will nichts von dir, oder du willst nichts von dem, sagst du, ich bin nicht da für dich. Ne? Existiert das nicht, ist gar nicht möglich, in der Kommunikation existiert das nicht. Sei es, wenn der andere nicht da ist oder nicht möchte, dann ist es für dich inexistent. So habe ich es jetzt wahrgenommen. Geht es mir auch so, wenn ich bei jemandem nichts wahrnehme, auch keine Liebe, dann ist das seltsam für mich. Unicorn Healing, oft stören Menschen, weil sie nicht anders können. Das ist wie eine Sucht, weißt du? Man muss stören, wie eine Art Alkoholsucht. Aha. Okay, für mich ist die Frage, gibt es die oder gibt es die nicht? Nijal, ich liebe mich und wir lieben uns alle und dann werde ich geliebt von euch und dann lieben wir uns alle gleichgültig. Uiuiuiui. Wie sieht jetzt die Aura der Sendung jetzt? Also ich habe seit vorhin zart lila, also hell lila. Hell lila, ist es ganz oder ist es, sind Löcher? Das ist ganz. Ist ganz? Wunderbar. Okay. Ja. Ja? Okay. Gut, dann lade ich jetzt ein, diese Aura, die sich dieses Feld, dieses magnetisches Feld oder wie es wir nennen wollen, das sich gebildet hat mit diesen wunderschönen Farben, dass wir das jetzt gemeinsam ausweiten. Ausweiten bedeutet nicht, dass es dünner wird, so wie wenn man Wasser mit Wein mischt, sondern es weitet sich aus und beim Ausweiten wird das Zentrum auch stärker. Ich lade dich ein, dieses Feld, schönes Liebesfeld, was sich heute kreiert hat, wo keine Störungen sind, wo ganz ist, sich zu stärken im Kern und auszuweiten. Und kleine Schritte des Ausweiten und des Ausweiten und Ausweiten und ich lade ein, dieses Ausweiten auch in die andere Dimensionen zu eröffnen, zu erlauben, zu programmieren, wenn man so sagen möchte. Es gibt nicht nur eine Dimension, das heißt, es öffnen sich andere Toren, andere Realitäten, und weitet sich auch auf viele andere Felder und Dimensionen. Es ist das Gleiche wie, ich sehe die Welt so, mein Hund sieht die Welt anders. So, das sind Dimensionen. Natürlich, wir Menschen, wir glauben, dass die Welt so ist, und es ist doch von der Natur vorgesehen, dass es so viele Ebenen gibt und Dimensionen. Und wir haben eine bekommen, damit wir uns zurechtfinden in unsere beschränkt eingegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten. Hat man uns erlaubt, nur eine zu sehen. Jetzt öffnen sich aber alle. Und je mehr wir uns diese Dimensionen öffnen, desto mehr weitet sich unsere Macht aus, unsere Ermächtigung, wenn wir das so sagen möchten. Heute haben wir die Ehre,
natürlich Unicorn Healing. Die singt auch wunderschön. Danke. Und Unicorn Healing, morgen sind wir in Berlin. Ob du für Berlin auch eine Komposition machen möchtest? Die Ludida ist schon in die Wahrnehmung von Berlin gegangen, ist unser erster Treff. Wir hatten das vor einiger Zeit ausgemacht, dann vergessen und vor 4 Tagen oder 5 Tagen haben wir gesagt, oh, machen wir doch gerne schnell, dass wir einige Leute zusammenbringen. Und ich wurde dieses Feld, was sich jetzt hier kreiert hat, auch für unser Treffen morgen in Berlin ab 19 Uhr werden wir das Feld Berlin wahrnehmen. Und ich kann sagen, dass die Ludida das schon wahrgenommen hat. Und was Ludida wahrgenommen hat, alles was geschehen ist in Berlin, steht immer noch aufs Territorium geschrieben. So wie es am Ende des Krieges war, hat sich energetisch nicht viel verändert. Die Mauern sind da, die Kommunikation ist nicht da, das Misstrauen ist da. Aber es gibt in Berlin ein kleines Lichtlein. Und in der Dimension dieses Lichtes möchte ich, dass wir uns jetzt ausweiten, damit unsere Veranstaltung morgen in Berlin so viel wie möglich öffnet, damit wir mehr Raum haben, uns auszudehnen. Auch in Berlin. Und wir öffnen alle Fenster und Dimensionen, die wir öffnen, die sind natürlich für alle. Jeder wird sich anders fühlen. Jeder wird es zu Hause auch fühlen, wenn sich dieses Feld öffnet. Deswegen, genau, Unicorn Healing, ich danke dir sehr, wenn du eine Komposition für Berlin machst. Ah, aua. Oh. Unico, ich denke, es hat viel mit männlicher und weiblicher Energie zu tun, weißt du? Helifa, ich gehe in meinem Leben mit Störungen so um, dass ich frage, was hat es mit mir zu tun? Spiegelung. Es hat mir bisher immer Erkenntnis gebracht und landete immer in der Liebe. Dankeschön. Unicorn Healing, männliche und weibliche Energien standen sich seit einiger Zeit gegenüber. Aha. Aha. Die weiblichen Energien das Fühlen, die männlichen Energien das Strukturieren. Da kann ich mal gucken, ob was kommt für morgen. Okay. Bekommst du etwas für Berlin morgen? Nackenschmerzen, direkte Seite. Nackenschmerzen? Direkte Seite, ja. Die rechte Seite. Die männliche. Die rechte Seite, Nackenschmerzen, Berlin. Also Bauchschmerz und hinten die linke Schulter.
hatten schon mal eine Berlin-Sendung. Ja. Und das habe ich jetzt hier eingefügt. Mhm. Ne? Also wir hatten schon mal Berlin, also Entschuldigung, jetzt weiter. Ja, so. Also wenn ich reinfühle, das ist sehr schwer innerlich, also auch die. Okay, die Information, die wir bekommen haben, das hat schon Ludida vorbereitet, ist, dass es kleine Möglichkeiten gibt, aber ein Abriss und Neugründung das Einzige ist. Deswegen, was du gesagt hast, ist sehr schwer, verstehe ich jetzt diesen Satz besser. Mhm. Was kriegst du mit? Moment, jetzt muss ich erstmal von das, was ich damals wahrgenommen habe. Nee, jetzt. Genau, jetzt. Ja, jetzt. Viel Nervosität. Nervosität, mhm. Nervös. Also nervöse Energien. Zerrissen. Mhm. Zerrissenheit, nervös, Hitze. Und was aus dem Erdreich etwas Aufbrechendes. Also es will aus dem Erdreich etwas nach oben kommen. Mhm. Meldet sich was aus dem Erdreich. Und was? Das, was damals begraben worden ist. Was wurde begraben? Da ist damals etwas begraben worden, das Andenken, an was Andenken? Ich weiß nicht, wie die Stadt damals gegründet worden ist und wann. Da gab es damals einen Rat oder einen Bund, wo viele gewirkt haben für die Stadt und was in Vergessenheit geraten worden ist. Also die Gründungsenergie der Stadt Berlin ist so tief gegraben und das möchte, kann jetzt einfach. Also eine Wertschätzung, eine Veranstaltung der Gründer von Berlin, die natürlich nirgends zu finden oder zu lesen sind. Und ja, schön. Also ich sehe ganz Herren, die ehrlich in ihrem Anliegen waren. Mhm. Ja, klar, sonst wäre Berlin nicht entstanden. Ist wirklich interessant, weil das Rainbow Spirit Festival hat versucht in Berlin, das große, da war, ist fast niemand gegangen. Das war ein großer Flop. Mhm. Yoga Expo. Ich war dabei. Ja, du warst dabei. Das war unglaublich. Ja. Das war ein Raum, jeden könnte jeden hören. Also das war wirklich unglaublich. Und ich durfte dort auch schon singen. Aha. Für jemanden. Ah, schön. Ja. Dann Yoga Expo. In München ein voller Erfolg. In Berlin volle Pleite, also vom Organisatorischen, von trägt sich nicht, deswegen wird alles, vieles in Berlin, wir haben schon mehrere Start gemacht, dann ist es immer auseinandergegangen. Ne? Das ist schon schwierig, aber eben, man weiß, dass ich ein Dickkopf bin, ne? Und das reizt mich dann auch, wenn etwas schwierig ist. Und mal gucken, was morgen geschehen wird. Nijal, Berlin brennen ohne Feuer und ein Zitronennuss haben nur diesem Wort dafür geben können, mit und die Ende um meine Nasenspitze.
Brennen ohne Feuer ist ja unglaubliches, wunderbarer Satz. Oder sagt vieles, ne? Nicht wunderbar. Das tut weh, das Brennen ohne Feuer. Genau, Annette, der Schimmerhoffnung lass sich nicht unterkriegen, trotz der Schwere der Stadt. Elifa, männliches Feuer unten, von oben kommt weibliches Feuer rein. Wow! Wow! Mein linker kleiner Finger will oben über die Länge immer kitzeln. Nijal. Nijal. Nijal ist seine Sprache. Ja. Das Handeln, wie ist das, Aline, aus einem Drang heraus, anstatt aus der Liebe. Hektik statt Ruhe, genau. Hektik statt Ruhe, ja. Das ist auch das. Ja. Ich dachte, wir sind seit einer halben Stunde dran, es ist schon über eine Stunde. Ja. Dankeschön für diese Impulse. Wir werden natürlich weitermachen. Morgen Abend, 19 Uhr, sind wir schon in Berlin. Und ich zeige ein bisschen, ich möchte immer ein bisschen angeben, alles was ich kann. Hier, oh, das ist jetzt nicht so gut. Hier, Weltall. Das sieht aber schön aus. Das sieht aber schön aus. Oder? Mir gefällt das immer mit dem, was hattest du, diesen Himmel oder diesen, das den Horizont hin. Dies, wo wir so aus irgendwas rausschauen. Also das Wasser, das mit dem Wasser. Das Wasser, ne? Das Wasser war es. Ah, ich glaube, jetzt in diese Kombination ist es, nicht. Nein. Okay, gut. Okay, jo. Dankeschön. Lida, wenn sich noch etwas ergänzt, sende ich es dir morgen. Vielen Dank. Also wir fahren schon früh, so 12:01 nach Berlin. Aber ich denke, ich werde sowieso Laptop mitnehmen und dann kann ich eventuell da auch lesen. Wir begegnen wunderbare Menschen. Ja, aus deiner großen Liebe und lade ich dich ein, das, wenn du möchtest, abzuschließen mit den Worten, mit den Schwingungen. Oder kriegst du noch Energie? Nee, du hast es schon. Hast du für Berlin nichts mehr? Das war's. Okay. Ja. Es ist so, also immer wenn wir sowas tun, gemeinsam, das garantiere ich, das ist Segen pur, wenn wir gemeinsam für ein Mensch, für ein Ort, in der Ergänzung, in der Reinheit, werden wir gereinigt, werden wir ermächtigt. Das ist für mich die beste Bank der Welt, ist gemeinsam zu wirken, aus jeder aus der eigenen individuellen Meisterschaft. Und diese Sätze und diese Impulse und diese Energien ergänzend sich multiplizieren lassen. Deswegen, wenn du abschließend Worte oder Schwingungen oder Mantren oder was du möchtest, mach uns die Ehre. Berlin. Berlin.
Berlin, 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 Berlin. Alles Gute für morgen, für alle, wir da sind und alle, wir nicht da sind. Dankeschön. Alles Gute. Von uns auch. Bis morgen. Ciao. Ich liebe dich, Berlin. Schön. Wer hat das geschrieben? Wer war das? Herzenstrahlen für Berlin und für uns alle. Danke, Spiegel meiner selbst. Ich kann das jetzt nicht lesen. Hm. Das ist ruhige Anna. Oder? Nee, ruhige Alina. Oder? Ah, ruhige Alina, ja. Ruhige Alina. Ach, Alina. Ich liebe dich, Berlin. Schön. Schön. Nicht. Ich bin ein Berliner, sondern wir sind auch Berliner. Schön. So, ciao. Alles Gute.